Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir jetzt in den Block 6 einsteigen, haben wir noch aus dem Block 5 die Gemeinde als Wirtschaftskörper nachzuholen. Und zwei Dinge möchte ich für unsere Multimedia-Studenten sagen, die ja nicht in den Pausen anwesend sein können. Ganz interessant ist, dass wir hier die Präsenzveranstaltung ja mit ausgewiesenen Experten abführen und der Vortragende nicht ungeschoren davonkommt, wenn er hier seine Thesen verbreitet und zu sehr vom Gesetzestext abkommt. Wir haben das große Glück, dass unter uns auch ein Jurist des Niederösterreichischen Rechnungshofes sitzt und er hat vehement eingefordert die Feststellung, dass Wien nicht das größte Bundesland ist, sondern das für Niederösterreich behauptet. Ich nehme das natürlich so zur Kenntnis. Tut mir leid, wenn wir den Niederösterreichern, die schon unter dem Namen leiden, weil sie nicht die Oberösterreicher sein dürfen, sich hier benachteiligt fühlen. Kann wirklich sein und steht Ihnen dann auch entsprechend zu. Aber was viel interessanter war, über diese reine Zahlenspielerei hinaus, die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, zum Ansatz Trennung der Legislative und der Exekutive, Trennung von Gesetzgebung und Verwaltung. Auch wenn wir uns darüber einig sind, dass die Gewaltenteilung, wie sie derzeit praktiziert wird, eine von Montesquieu nicht vorhersehbare war, so muss man doch sagen, dass sie als Prinzip aufrechterhalten werden soll. Und daher ist meine Aussage, dass man das Landtagspräsidium möglicherweise einsparen könnte, ohne dass es einen Bürger auffiele, vielleicht tatsächlich richtig. Und ich vertrete es nach wie vor. Der Jurist in unserem Kreis hat gesagt, also ihm ist dieses Prinzip so viel wert, dass er dem nicht einfach das Wort reden könnte. Das möchte ich deswegen sagen, weil wir eine Diskussion zu dem Thema immer dann abführen, wenn unsere Module unterbrochen sind. Und solche Dinge möchten wir dann auch hinkünftig mit unseren Multimedia-Studenten machen, dass sie einfach, wenn sie an die Studienleitung ihre Meinungen schreiben, nicht das nachbeten müssen, was hier vorgetragen wird, sondern wir durchaus spannende Dialoge führen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Grenzgendarmen aus Kärnten, mit dem wir sehr interessante Dialoge führen, weil er sich mit manche Dinge kritisch hinterfragt. Also es ist schon so, dass wir hier dem universitären Gedanken auch in unserem Universitätslehrgang Freiheit der Lehre, Freiheit der Meinungsäußerung und Disput, an dem wir alle gemeinsam wachsen, das Wort reden wollen. Also wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass hier immer nur 45 Minuten Module abgearbeitet werden und es dann dazwischen keine inhaltliche Auseinandersetzung gibt, dann ist das vielleicht Teil, das Ganze mal unseren Multimedia-Studenten auch zu sagen. Und das macht also diesen Vortrag hier besonders spannend, weil wir in den Pausen eben das Gehörte oder das noch Erwartete oder das Fehlende hier auf diese Art und Weise besprechen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle dafür bedanken. Wenn Sie aber jetzt erlauben, steigen wir noch einmal in das Modul 5 ein, wo wir uns über die österreichischen Statutarstädte, ihre Unterschiedlichkeit unterhalten haben und auch festgestellt haben, dass sie ganz, ganz schwer zu vergleichen sind, dass auch das Prinzip der Einheitsgemeinde bei unterschiedlichen Größen und Vertretungsbehörden in diesen Statutarstädten, Budgets, Mitarbeiterzahlen nicht vergleichbar sind. Eines ist aber schon klar: jede einzelne Gemeinde ist ein eigener Wirtschaftskörper. So wie wir einen eigenen Wirkungsbereich haben und einen übertragenen Wirkungsbereich kennen, hat die Gemeinde nach Artikel 116 Absatz 2 Bundesverfassung ein selbstständiger Wirtschaftskörper mit dem Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Vermögen aller Art zu erwerben, zu besitzen und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu errichten und zu betreiben und sowie im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbstständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. Das ist ganz interessant. Die Abgabenvorschreibung ist ja nicht nur ein Glück für die Gemeinden, dass sie hier so ein Art Abgabenfindungsrecht hat, sondern oder sich in bestimmten Dingen auch bewegen kann, wiewohl wir natürlich schon wissen, dass der Landesgesetzgeber brutal eingreift, wenn er Mindestgebühren vorschreibt und wenn er sagt, wenn du diese Mindestgebühren nicht einhältst, dann wirst du keine Bedarfszuweisungen mehr bekommen. Also hier schon also auch Eingriffe in die Gemeindeautonomie, wenn ich das so sagen kann, oder in die Präferenzstruktur der Gemeinden eingreift. So haben wir auch natürlich die Frage, können Gemeinden mit ihrer Tarifgestaltung, mit ihren gemeindeeigenen Abgaben ihre Standortwahl verbessern? Es kann für Unternehmen, und wir sprechen ja heute bei Unternehmen von Umsatzrenditen 1, 2% oder
vielleicht 5% schon interessant sein, einen Standort in einer Gemeinde zu wählen, wenn man die Infrastrukturkosten vergleicht mit dem Standort in einer anderen Gemeinde. Wie schaut es also mit den Tarifen in dieser Gemeinde aus, mit den Kosten für die End- und Versorgung, der Abwässer beispielsweise? Wie schaut es auch mit anderen Unternehmersteuern aus? Und da kommen wir natürlich wieder in dieses ganz weite Feld der solidarischen Auffassung von Gemeindepolitik, so wie es früher also bei der Besteuerung der einzelnen Arbeitsplätze der Fall war und heute im Rahmen der Kommunalsteuer wohl auch noch ist, dass es also Refundierungen der Kommunalsteuer gibt auf erlaubten und unerlaubten Wege, um einen großen Arbeitgeber in der Gemeinde zu halten, ihn nicht zu verlieren oder seinen Standort zu begründen. Wenn sich also Gemeinden hier in einen Wettbewerb hineinbegeben und sagen, du kriegst die Kommunalsteuer eh zum Teil wieder zurück, berauben sie sich hier der ohnehin schon sehr engen finanziellen Möglichkeiten, berauben sich also hier auch eigener finanzieller Ausstattungen. Ich habe das selber erlebt in Gemeinden, wo es die Anzeigenabgabe noch auf Gemeindeebene gegeben hat, dass man gesagt hat, also bitte begründet den Sitz deines Medienhauses bei uns. Die hier einkassierte Anzeigenabgabe, damals 10%, jetzt sind sie nur mehr 5, werden aber jetzt auch nicht mehr von der Gemeinde eingehoben, kriegst zum großen Teil wieder zurück, zumindest jene Teile zur Hälfte, die ohnehin nicht in unserem Einzugsgebiet liegen und so fort. Also hier bewegt man sich, glaube ich, auf dünnem Eis und verlässt ein bisschen die Solidargemeinschaft der gemeindepolitischen Vertretung generell. Wir haben schon gesagt, dass die Gemeinde als selbstständiger Wirtschaftskörper, wenn wir alle Gemeinden jetzt in ihrer Wirtschaftskraft und Potenz wieder zusammenrechnen, sehen müssen, dass über 50% öffentlicher Investitionen von den Gemeinden getroffen werden. Wenn man Wien noch dazu nimmt, damit es noch besser ausschaut, über 70%. Wenn ich aber jetzt den Topf gemeinschaftlicher Bundesausgaben anschaue, dann stehen dem 17% gegenüber. Das ist ganz klar, dass die Stadt und die Gemeinde, auch die Stadt mit eigenem Statut, keine eigene Armee unterhält, dass wir also Ausgaben für diese bundeseinheitlichen Aufgaben brauchen. Dennoch darf die These erlaubt sein, dass die Gemeinden eigentlich nicht nur am unteren Ende der Verwaltung angesiedelt sind, sondern auch dementsprechend finanziell dotiert sind. Natürlich ist es einem Landesrat auch angenehmer, wenn die Bürgermeister zu ihm kommen müssen und bitten müssen, Herr Landesrat, bitte hilf uns, und er ihnen dann womöglich jenen Teil der Gelder, die er zuerst im Vorwegabzug bei der Weiterleitung der Gemeindeanteile einbehalten hat, sozusagen als Geschenk wieder zurückgibt. Ich weiß schon, dass wir hier alle Verwaltungsexperten sind, aber das Beispiel des Imkers mag erlaubt sein. Er nimmt den Bienen den Honig und gibt ihnen Zuckerwasser und wundert sich dann nur, wenn sie ärgerlich drum summen und nicht ausreichend dankbar sind. Ähnlich ist es oft, wenn vorenthaltene Gelder dann nach langem Intervenieren teilweise wieder zurückkommen. Also auch hier stimmt die Subordnung zwischen Gemeinde und Land nicht immer. Kommen wir nochmal auf die Finanzausstattung der Gemeinde jetzt also zurück. Wir haben immer ein Finanzverfassungsgesetz in der Verbindung mit dem jeweiligen Finanzausgleich. Und ich habe zuerst schon also mit einem Amtsleiter reden dürfen. Der Finanzausgleich, der jetzt ansteht, ist ein ganz entscheidender für die Gemeinden und das wird also ganz wesentlich sein. Da können wir lange über Gemeindeautonomie und Gemeindeselbstverwaltung reden, wenn der Finanzausgleich schief läuft. Und derzeit, und das muss man auch fair sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt, das in Österreich 210 Milliarden Euro ausmacht, im Wesentlichen auch auf Gemeinden zurückzuführen ist und ihre Wirtschaftskraft bleibt momentan ein bisschen unberücksichtigt. Und ich habe den Finanzminister freudestrahlend verkünden gehört, dass das gesamtösterreichische Defizit nicht die 1,3% des BIPs ausgemacht hat, sondern nur die 0,97. Und diese 0,97 sind wesentlich darauf zurückzuführen, dass die Gemeinden ihre Hausübungen gemacht haben, dass nämlich die Einsparungen auf Gemeindeebene erfolgt sind. Das heißt, gespart wird in den Gemeinden, gefeiert wird in Wien, wenn ich das jetzt respektlos sagen darf. Und das sind ja beträchtliche Summen. BIP 210 Milliarden, wenn wir sagen, wir 1% Defizit sind bitte über 2 Milliarden Euro, Entschuldigung, über 2 Milliarden Euro, dann spielt das viel Geld. Und wenn die Gemeinden ihre Hausaufgaben erfüllen, dann kommen wir dann bei den Summen darauf zu sprechen, dass das in der einzelnen Gemeinde ein ganz schöner Brocken Geld ist. Also das heißt, Sparziele, wenn, dann müssen es von euren eingehalten werden und nicht einseitig. Ja, wie schaut es jetzt mit den
mit der Finanzausstattung der Gemeinde aus? Noch einmal zusammengefasst, wir haben gemeindeeigene Abgaben, wir haben Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundes- und Landesabgaben sowie Finanzzuweisungen und Zweckzuschüsse. Man muss ja sagen, dass die Gemeinde eigentlich keine Steuern einhebt. Die Gemeinde hebt also Abgaben, Tarife ein, aber Steuerhoheit haben die Länder und der Bund. Und daher ist es schon ganz wichtig, wie diese gemeinschaftlichen Bundes- und Landesabgaben dann entsprechend auch aufgeteilt werden. Und das ist die große Kunst jener, die mit dem Finanzausgleich zu tun haben. Wie es mit den Finanzzuweisungen und den Zweckzuschüssen ausschaut, hier wird steuernd von der Landespolitik eingegriffen. Man sagt also, bei Gemeinden mit geringer Finanzkraft ist der Anteil beispielsweise zum Neubau eines Kindergartens, einer Schule höher als bei jenen Gemeinden, die über eine höhere Finanzkraft verfügen. Aber natürlich kann man auch hier möglicherweise politische Präferenzen nicht gänzlich ausschließen. Wir haben ja in einem Bundesland seit der letzten Wahl die Trennung der Verantwortung des Gemeindereferenten in rote und in schwarze Gemeinden. Besonders interessant ist für mich die Frage, was ist, wenn der Gemeinderat eine andere Form hat wie der Bürgermeister? Wer ist dann der ressortzuständige Landesrat? Da merkt man, dass das Gemeindereferat politisch gesehen wird, sonst müsste ich es ja nicht aufteilen. Und wenn es politisch gesehen wird, dann gibt es keinen absoluten Vergleichsmaßstab bei den Zweckzuweisungen und bei den sonstigen Finanzzuweisungen. Denn würde das ausschließlich objektiv ablaufen, bräuchte man nicht die Einflusssphären trennen. Ist eigentlich Deduktion. Block 6, Finanzausgleich. Steht nicht viel auf unserem von der Firma Samsung gesponserten Flatscreen, aber er ist umso härter, wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen. Welche Begriffe sind einmal für uns als mit Finanzausgleich Befassten wichtig? Der wichtigste Anknüpfungspunkt ist die sogenannte Volkszahl. Da stimmt man auf die Wohnbevölkerung ab. Der Finanzausgleich ist eben der Ausgleich der finanziellen Mittel zwischen den drei Verwaltungsebenen, die wir schon wissen, Bund, Land und Gemeinde. Neben der Verteilung von Finanzzuweisungen, Zweckzuschüssen, Kostenbeiträgen hängt es eben von diesem Kriterium ab, wobei wir hier nicht mehr von der Wohnbevölkerung und Volkszahl, sondern von einer veredelten Volkszahl sprechen, weil wir hier einen abgestuften Bevölkerungsschlüssel haben. Also nicht jeder Bürger ist gleich viel wert. Es hängt davon ab, in welcher Gemeinde er wohnt. Das heißt, der Bürger in Wien ist doppelt so viel wert wie der Gemeindebürger von Ett bei Lambach. Wieso das so ist, auf das kommen wir noch zu sprechen. Sieht man also jetzt von der Tabaksteuer, der Elektrizitäts- und der Erdgasabgabe ab, werden alle wichtigen Bundesabgaben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden geteilt. Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer. Wir kennen ja alle die Einkommensteuer und ihre 7 Erscheinungsformen. Hier teilt die Statistik Austria die Einkommensteuer in der Erhebungsform der Lohnsteuer, der Kapitalertragsteuer 1 auf Dividenden und die Kapitalertragsteuer 2 auf Zinsen. Hier kennen wir den Unterschied in der Endbesteuerung und der Nicht-Endbesteuerung. Dann die Körperschaftssteuer. In Wirklichkeit ist die Körperschaftssteuer natürlich eine Einkommensteuer, nämlich die Einkommensteuer auf die Kapitalgesellschaften. Sie wird aber von der Statistik als eigene Bundesabgabe hier geführt. Wir haben die Umsatzsteuer, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die Alkoholsteuer. Sie können sich das ja selber in Ruhe noch durchlesen. Werbeabgabe, die früher eine Gemeindeabgabe war, nämlich diese 10%ige Anzeigensteuer, die Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, Kraftfahrzeugsteuer bis hinunter zum Kunstförderungsbeitrag und der Spielbankenabgabe. Und jetzt werden die Ertragsanteile der Länder an diesen Abgaben, nämlich 78,3% nach der Volkszahl verteilt. Die Teilung der weiteren Anteile richtet sich nach mehreren fixen Schlüsseln. 19,5% mit unveränderlichem Anteil der einzelnen Länder und nur zu einem geringeren Teil, nämlich zu 2,2% nach dem regionalen Steueraufkommen. Das heißt, es ist eigentlich relativ egal geworden, welche Anstrengungen die Gemeinden bei solchen Dingen unternehmen. Früher hat man sich eben um ein Medienunternehmen bemüht, wenn die Anzeigenabgabe da war. Früher hat man saufen können für einen guten Zweck, weil das eben auf die Gemeinde zurückgeflossen ist. Jetzt kann man sagen,
der Zweck dient, das umfasst das gesamte Bundesgebiet, aber es kommt nicht unmittelbar meiner Gemeinde zur kommt nicht bei meiner Gemeinde zur Verfügung, also zugute. Das Thema, wenn früher Messen veranstaltet, große Feuerwehrfeste, wo ordentlich konsumiert worden ist, hat die Gemeinde auch was davon gehabt. Heute regionale Steueraufkommen, also quantité negligeable, also wirklich ziemlich zu vernachlässigen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir die Bevölkerung veredeln. Das klingt jetzt polemisch, je größer die Gemeinde, desto veredelter ist der Bürger. Wir haben hier eben einen abgeschuften Bevölkerungsschlüssel, der immer wieder Zwietracht unter Städte- und Gemeindebund sät. Wir haben schon gesprochen, dass man bei Finanzausgleichsverhandlungen als Bund gerne dem Prinzip Divide et Impera frönt und sagt, entzwei und herrsche. Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel ist eine Hürde, wo sich Städte- und Gemeindebund noch nicht wirklich hundertprozentig verständigen können. Das geht eben darum, dass je stärker die Gewichtung der Einwohner, je höher die Volkszahl der Gemeinde ist. Es ist schon spannend, wenn wir hier die Unterschiede sehen. Die Gemeinden mit höchstens 10.000 Einwohnern haben wir ein Drittel. Zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner ein Zweidrittel, bei Gemeinden 20 bis 50.000 Einwohner zwei und bei den Gemeinden über 50.000 Einwohnern und der Stadt Wien zwei ein Drittel. Darum habe ich gesagt, ein Drittel zu zwei ein Drittel, es ist nicht das Doppelte, aber es ist also nahezu das Doppelte. Es vervielfacht sich. Jetzt haben wir die kleinen Statutarstädte, wir haben schon über Rust und Weidhofen und Eisenstadt gesprochen, die unter diesen 20.000 Einwohnern liegen. Denen hat man hier also die Stellung dieser 20.000 bis 50.000 Einwohner sozusagen Kraftgesetz zukommen lassen, weil man damit die Fiktion, und es ist ja nicht nur eine Fiktion, eine Abgeltung der Bezirksverwaltungsaufgaben abgilt. Man sagt, eine Gemeinde, die nicht gleichzeitig Bezirksverwaltungsbehörde ist, braucht natürlich oder hat weniger Ausgaben als eine Gemeinde, die gleichzeitig auch Bezirksverwaltungsaufgaben hat. Und das wird also im abgestuften Bevölkerungsschlüssel sozusagen abgegolten. Man sagt zusätzlich, dass Gemeinden, die also größere Bevölkerungszahlen haben, überregionale Orte bilden, also Orte mit überregionaler Bedeutung und auch Angebote an die Bevölkerung der anderen Gemeinden richten. Wenn es ein Stadttheater in einer größeren Gemeinde gibt, dann ist ja der Besuch dieses Stadttheaters nicht ausschließlich Bürgern dieser Gemeinde vorbehalten, sondern dürfen alle hineingehen und damit auch das große Defizit dieses Stadttheaters mit verursachen, dass also irgendwo mit diesem veredelten Bevölkerungsschlüssel, mit dem abgestuften, abgegolten werden soll. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Schlüssel, der für die Gemeinden, die ohnehin weniger haben, nicht? Weil ich habe das immer bei Diskussionen auch mit den Vertretern aus den sogenannten kleineren Gemeinden gehört, die haben dann gesagt, naja, aber wenn ich mir vorstelle, wie angenehm die Kanalgebühr bei euch ist, da rasselt es rein bei so einem Hochhaus. Nicht? Also eine ganz intensive Nutzung dieser Kanalisation, während wir das also in Flächengemeinden ziemlich weit ausbauen müssen und uns alleine beim Kanal verbluten. Während bei euch alles schon da ist, dann wird irgendwo eine Baulücke geschlossen, 300 Familien nutzen die Abwässer. Herrlich, das ist also pecunia non olet. Nicht? Das stinkt nicht und wir nehmen es gern. Das heißt also, hier gibt es also die unterschiedlichsten Argumente, warum der Bevölkerungsschlüssel gilt und warum er nicht gilt und wie er zu beeinflussen wäre und was Gerechtigkeit unter den Gemeinden hat. Und genau aus dem Grund wird es auch die Einigung nicht geben. Und daher sagt man, einigt euch ihr über dieses Thema. In Wirklichkeit gehalten wir uns dafür mehr Geld. Aber um diese unnötigen Härten zu vermeiden, hat man also seit 93, also seit mittlerweile 10 Jahren, eine Einschleifregelung vorgesehen, die eben sagt, bei den Gemeinden von 9 bis 10, von 18 bis 20, weil es sind natürlich die Sprünge schon brutal. Nicht? Eine Gemeinde hat 9.999 Einwohner, da ist der Bürger ein Drittel. Dann springt die Gemeinde sozusagen zwei Einwohner mehr und habe 10 zwei Drittel. Das ist statt 1,33 1,66, also das ist viel Geld. Nicht? Das heißt, dieser eine Bewohner macht wahnsinnig viel Geld aus. Und daher ist auch, und es sind unlängst ein Bürgermeister, ein Amtsleiter verurteilt worden, weil sie bei der Volkszählung geschwindelt haben. Nicht? Sie haben nicht einmal selber was davon gehabt, sondern sie wollten ihrer Gemeinde helfen, indem man hier ein bisschen einer Veredelung nachhilft. Nicht? Das sind beinhart verurteilt worden, 15 Monate bedingt, weil sie gesagt haben, wir dann zum Wohle der Gemeinde, die haben beide nichts davon gehabt. Also das war sozusagen ein,
ein Amtsmissbrauch zugunsten Dritter, ja, aber verurteilt, weil hier gedreht worden ist. Das heißt, man hat hier eine Art persönliche Einschleifregelung, eine gemeindeeigene vorgenommen. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Aus zwei Posten, aus der Volkszahl, multipliziert mit dem jeweiligen Vervielfacher, das ist das, was wir oben kennengelernt haben, der abhängig ist von der Bevölkerungszahl, und zweitens aus der Zahl, mit der die Einwohnerzahl die untere Bereichsgrenze übersteigt, multipliziert mit 3 1/3. Also wenn Sie sich das jetzt wirklich zu Hause dann einmal ausrechnen wollen, hier finden Sie die Anleitung. Das bewirkt aber, dass es so mit jedem zusätzlichen Einwohner einen höheren Vervielfacher bekommt. Und zwar in dem Ausmaß, dass am oberen Ende des Einschleifbereichs nahtlos an den Vervielfacher der nächsthöheren Stufe angeschlossen wird. In Wirklichkeit, deutsch zusammengefasst, dieser Sprung wird verflacht. Also der Bürger ist nicht gleich dieser große Sprung für alle, sondern es gibt hier eine Abflachung. Mit dem höheren Anteil größerer Gemeinden, das haben wir schon gemeint, ist, dass Gemeinden, die einen gewissen Schwellenwert erreichen, sinnvoller und in wirtschaftlicher Weise besser anbieten können. Was sind jetzt solche überregionalen Angebote? Wir haben den öffentlichen Personennahverkehr, wir haben die Krankenanstalten, Pflegeheime, wir haben das mit dem Theater schon gemeint. Theater sind ja tatsächlich, also sie erhöhen das Kulturbudget eines Referenten, gleichzeitig ist aber die Einnahmendeckung natürlich nicht wirklich gegeben. Schulen, Bibliotheken, aber es gibt einfach Versorgungseinrichtungen, die man als Gemeinde einer gewissen Schwellengröße anbieten sollte, die nicht kostendeckend zu führen sind. Also man muss sich auch dazu bekennen, auch bei all dem ganzen Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Produktivität, was wir in den Modulen BWL ja gehört haben, Gemeinden sind keine Unternehmen und sie sind nicht wie Unternehmen zu führen. Gemeinden haben auch ganz andere Aufgaben im Sinne ihrer Bürger zu erfüllen. Das den Bürgern wieder bewusst zu machen, ist auch eine kommunalpolitische Aufgabe. So wie man immer sagt, man merkt erst, dass man krank ist, wenn man nicht mehr gesund ist. Solange man gesund ist, ist alles selbstverständlich. Wenn man dann, und das machen wir, und da kommen wir auch noch bei einem anderen Module drauf zu sprechen, Leitbilder erarbeiten, als ersten Beginn der Bürgerpartizipation und der Bürgerbeteiligung, die einfache Frage, wie uns beim Bracher auch schon gehört, was ist, wenn es das nicht mehr gibt? Das ist immer die entscheidende Frage. Was ist in der Gemeinde, wenn es das Theater nicht mehr gibt? Wir hatten in Oberösterreich, bevor wir also die Demmerlin-Diskussion hatten, die kurzfristig alle Zeitungen beschäftigt hat, die Diskussion über den Theaterstandort. Wo soll das Linzer Theater hinkommen? Braucht Oberösterreich ein Musiktheater? Und dann war schon die Frage, was ist, wenn so ein großes Theater, das also vergleichbar mit München und Prag dann in Linz sitzt, welche Auswirkungen hat das zum Beispiel für ein Stadttheater mit Wels? Und dann ist nachgerechnet worden, dass alle Theaterabonnenten aus dem Bereich der Stadt Wels, wenn sie vor dem Stadttheater in Wels abgeholt würden von Taxis, nach Linz ins Musiktheater gebracht und wieder zurückgebracht werden und man ihnen das Taxi und die Theaterkarte zahlt, billiger kommt als der Betrieb des eigenen Theaters. Das heißt, wenn sich einer freiwillig meldet, das ist jetzt nicht zynisch, ja, ich gehe ins Theater, da kann man eben die Fahrt und die Karte bezahlen und es kommt billiger, als man hält das Stadttheater vor. Dabei ist dieses Stadttheater kein Ensemble, also wir hatten kein eigenes städtisches Ensemble, sondern wir haben also hier Gastensembles auftreten lassen. Würden wir noch eine eigene Schauspielertruppe, eine Profitruppe sozusagen, auch noch unterhalten haben, hätte das Defizit noch viel größere Beträge ausgemacht. Und so kann man also Sportstadien, Veranstaltungszentren, aber das brauche ich Ihnen nicht sagen, einfach nicht kostendeckend führen. Man kann jetzt versuchen, Private-Public-Partnership-Modelle der kleinen Münze, dass ich sage, der große Gemeindeversammlung soll, ist auch gleichzeitig der Hochzeitssaal eines großen Wirtshauses oder es ist auch gleichzeitig der Raiffeisensäuer oder was immer, weil das meistens bei den Gemeinden, wenn es eine Bank ist, die Raiffeisenbank ist, dass man sagt, das ist gleichzeitig, also oder hier wird geteilt die Kosten und man stimmt sich in der Nutzung entsprechend ab, also dass man in dieser Art und Weise da zu Public-Private-Partnership-Modellen der kleinen Münze kommt. Also das ist sicherlich erlaubt. Wenn ihr dafür die Gemeinde in den Genuss eines großen Mehrzwecksaals kommt, hat das auch durchaus Sinn. Das ist natürlich eine rein demonstrative Aufzählung, keine taxative. Da fallen uns allen gemeinsam noch viele andere Punkte ein.
Es gibt also, haben wir jetzt im Rahmen des Finanzausgleiches einfach zur Kenntnis zu nehmen, Einrichtungen, die nicht kostendeckend zu führen sind, die einfach teuer sind und die Defizite verursachen. Wir haben gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, marktbestimmte Bereiche mit unseren Tarifen zu versehen, wo der Kostendeckungsgrad von der Gemeinde beeinflusst werden kann. Wir haben aber auch hier gemerkt, dass es hier ja zu Konflikten kommen kann. Wer sich noch erinnern kann an unsere BWL-Module, wo wir unter dem Thema Betriebswirtschaft als Optimierungsstrategie gehört haben, nämlich die Optimierung des Ergebnisses und damit beinhaltet der Umgang mit konfliktären Dingen, kommen wir auch drauf. Und das lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich heute meine Tarife so erhöhe, dass der Kostendeckungsgrad 100 ist, dann kann sie die Bevölkerung nicht mehr erlauben, aufs Klo zu gehen oder das Trinkwasser zu trinken oder die Betriebe können sich diese Kosten nicht mehr leisten. Also jetzt wiederum das Ziel, kann ich das der Bevölkerung zumuten, wählt sie mich dann noch? Kann ich das einem Betrieb zumuten, schafft er dann noch Arbeitsplätze oder bin ich in diesem Bereich kostendeckend? Also auch hier kommunalpolitische Herausforderung eigentlich, vielleicht doch, also sich auch das bewusst zu machen, dass es dafür Bemessungsgrundlagen und Diskussionen geben kann. Marktbestimmt heißt ja nichts anderes, als ich kann es bestimmen, weil ich alleine bin. Heißt aber nicht uferlos bestimmen. Ich bin schon kommunalpolitischen Zwängen, jetzt im Sinne der politischen Legitimierung, aber auch der Standortwahl oder der Standortauswahl verpflichtet. Natürlich kennen wir auch also die großen Defizitbringer wie das öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt eine einzige Stadt mit U-Bahn, das ist Wien. Bald wird es auch eine zweite Stadt geben mit also Ansätzen einer U-Bahn, aber Kosten einer extrem überregionalen Verkehrseinrichtung, man muss sich das leisten können. Ein paar hundert Meter U-Bahn muss sich eine Landeshauptstadt einfach leisten können. Das ist so. Ja, wir erleben das gerade. Es macht unser Wehrdorf. Größere Gemeinden haben also zentralörtliche Funktionen zu erfüllen, die in Ballungszentren auftreten, Bereitstellung öffentlicher Verkehrsmittel zum Beispiel. Die stufenweise Erhöhung eines sogenannten Sockelbetrages bis zum Jahr 2004 auf 1.000 Schilling, das ist beschlossen worden, als wir noch in Schilling gerechnet haben, deckt sich nämlich auch mit dem Finanzausgleichsgesetz 2001, hat die Bedeutung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels wieder reduziert. Also wiederum reduziert, wenn man sagt, es gibt, wenn ich schon von, ein Bürger ist nicht gleich viel wert in den Gemeinden unterschiedlicher Größe. Wenn ich sage, aber es gibt einen gewissen Sockel, den ist er jedenfalls wert, dann reduziert sich sozusagen der Unterschied. Ja? Und das haben wir also bei den einzelnen Verteilungsschlüsseln gesehen. Wer sich das jetzt anschauen möchte, was sich hier verändert hat bei der Bildung der Landestöpfe, wenn ich das Schwergewicht verändere, in welchem Zusammenhang sich der Bevölkerungsschlüssel bei den Landestöpfen zusammensetzt, kann ich die Bedeutung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels natürlich erneut verändern. Wenn ich sage, der abgestufte Bevölkerungsschlüssel gewinnt an Bedeutung, dann kann ich die Unterschiede vertiefen oder ich sage, der abgestufte Bevölkerungsschlüssel wird verringert, dann werden die Unterschiede einfach reduziert. Das heißt, wenn ich den abgestuften Bevölkerungsschlüssel in seiner Bedeutung zurücknehme, nivelliere ich, erhöhe ich, differenziere ich. Bei der Volkszahl hat also an Bedeutung gewonnen, das Aufkommen an Bedeutung verloren und der Fixschlüssel an Bedeutung gewonnen. Man geht also schon dahin, dass man zugunsten der kleineren Gemeinden umverteilt. Das ist die Conclusio aus der Bildung der Ländertöpfe. Wenn wir jetzt innerhalb des Landes, ohne Wien, weil das Land Wien ja Gott sei Dank nicht mehr verteilen muss, das ist ja Gemeinde und Land gleichzeitig, dann sehen wir, dass in den Bundesländern nach Bedarfszuweisungen, nach Finanzkraft, nach Einwohnern verteilt wird und hier hat man den Sockelbetrag, also sozusagen im 2004er Jahr sehr deutlich betont. Man hat auch den Getränkesteuerausgleich erhöht und man ist den abgestuften Bevölkerungsschlüssel zurückgegangen. Also innerhalb der Länder spielt der abgestufte Bevölkerungsschlüssel jetzt eine untergeordnetere Rolle, das heißt man nivelliert anstelle von differenziert.
Jetzt können Sie sich vorstellen, dass natürlich hinter jeder Komma gewaltige Summen liegen und dass es oft nicht mehr nachvollziehbar ist, warum ich jetzt diesen Ertragsanteil nach diesem und jenem Kriterium nivelliere, differenziere, abrunde. Das Ganze ist in Wirklichkeit vollkommen entkoppelt. Das heißt, die Technik des Finanzausgleiches ist vollkommen entkoppelt vom Zweck, für den eigentlich Steuern sozusagen eingehoben werden. Diese Zweckbindung und so fort ist ja auch mit Vorteilen behaftet, wenn sie aufgelassen wird. Aber es gibt also hier kaum mehr rationale Argumente, warum ich gerade das und das mache. Das kommt natürlich dann auch im Finanzausgleich zu den politischen Abtäuschen. Dass ich sage, okay, dann machen wir halt bei der Abgabe den Betrag X, dafür tragen wir beim Sockelbetrag so und bei der Umverteilung anders. Das heißt, es laufen Gegengeschäfte, die der Bürger nur mehr staunend, wenn überhaupt, zur Kenntnis nimmt und nur mehr die Eingeweihten wissen, was das dann für die einzelnen Gemeinden bedeutet. Als Ergebnis dieser Aufteilungsregelungen bewegen sich die Ertragsanteile der eigenen Gemeinden. 2000 ist also das, was die Statistik Austria uns jetzt auf ihrer Homepage liefert. Zwischen durchschnittlich 6.900 Schilling pro Einwohner in der kleineren Gemeinde und rund 11.900 bei Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern. Drum ist also ein Bürger in der Landeshauptstadt Linz zum Beispiel eben diese 11.900 Schilling oder jetzt nahezu bald 1.000 Euro wert und schwach drüber der Hälfte der Bewohner einer kleineren Gemeinde. Der Finanzausgleich hat uns jetzt nicht so lange aufgehalten, wie ich gerechnet habe. Und wenn Sie erlauben, würde ich sofort und anschließend noch den Block 7, Maastricht-Vertrag und Gemeindefinanzen, er gehört ja auch inhaltlich dazu nehmen, dann haben wir dieses Modul abgedeckt. Wunderbar. Dann erlaube ich mir, in den Maastricht-Vertrag und die Gemeindefinanzen einzusteigen. Wir alle sind uns einig und wir erleben es auch tagtäglich schmerzlich. Die Haushalte der Gemeinden sind schwer belastet. Wir haben beim Getränkesteuerausfall, beim Wegfall der Anzeige bzw. Werbesteuer, die als Steuern der Gemeinde selbst nicht mehr eingehoben, sondern in die Bundesverantwortung übertragen worden sind, nicht ausgleichen können oder nur teilweise ausgleichen können. Wir haben gerade beim Finanzausgleich gehört, dass für die Getränkesteuer bei der Aufteilung der Beträge innerhalb des Bundeslandes Äquivalente geschaffen worden sind, aber natürlich nicht ausreichend. Es ist so, dass sich sogar politische Dinge wie die Reduzierung der Zahl der Zivildiener auswirken. Weil wenn die Zivildiener ihre sozialen Aufgaben im Bereich des Roten Kreuzes oder bei anderen Vereinen der karitativen Zwecke nicht mehr ausüben können, daher bezahltes Personal einzusetzen, ist der Zuschussbedarf durch die Gemeinde wieder größer. Das heißt, selbst solche Dinge schlagen sich beinhart bei der Finanzierung der Gemeinden nieder und bringen die Gemeindefinanzen zusätzlich unter Druck. Verstärken also jetzt das Management oder die Anforderungen an das Management in den Gemeinden und erhöhen den Koordinierungsbedarf der Gemeinden untereinander. Das heißt, wir haben diese organisationsbedingte Aufspaltung von Gemeinde- und Städtebund ja hier schon einmal angesprochen. Hier muss er sich koordinieren. Hier müssen sich beide über alle inhaltlichen Differenzen über den Bevölkerungsschlüssel hinaus koordinieren, um gemeinsam das Ziel mehr Finanzen für die Gemeinden zu erreichen. Wir haben jetzt nicht nur die österreichischen Probleme, dass wir uns mit sehr selbstbewussten Landeshauptleuten herumschlagen müssen. Wir haben auch nicht das Problem, dass wir mit einem ewig gierigen Bund zu tun haben. Es kommen jetzt auch noch Kriterien auf uns zu, die man als Maastricht-Vertrag spüren werden oder auch schon spüren. Wir haben eindeutig definiert, dass öffentliche Defizite und öffentliche Schuldenstände eine Volkswirtschaft so unter Druck bringen, dass sie zu reduzieren sind. Das ist ganz klar. Ich kann nicht eine Einheitswährung vertreten und ich kann jeden Staat seine Haushalte explodieren lassen. Jetzt haben wir in unserer Einsendeaufgabe zu diesem europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt ja schon nachgedacht, welche Auswirkungen er hat. Es wird ja auch der Wachstumspakt immer hinter den Stabilitätspakt gereiht und kaum also wirklich realisiert, dass wir einfach gewisse, auch wenn sie politisch getroffen sind, politische Kennziffern unterschreiten müssen oder erreichen müssen, um die Stabilität der europäischen Einheitswährung zu wahren. Und das geht nicht, wenn die Defizite öffentlicher Haushalte, die Schulden öffentlicher Haushalte, die ja die finanziellen Spielräume ziemlich einschränken, wenn diese also so weitergeführt werden. Man hat also jetzt auch gemeint, in Wirklichkeit die ganzen Tricksereien der Ausgliederungen, nicht?
der Staat macht so Schienengeschichten und alle möglichen Sachen. So, das ist ja gar nicht staatliche Aufgabe. Ich parke dort riesige Defizite, müssen mit einbezogen werden. Also so gescheit ist die Europäische Union auch, dass sie mit den Tricksereien der Nationalstaaten mithalten können, wenn es hier geht, also Kosmetik zu machen. Dass man natürlich solche Dinge auch politisch dann überheben kann, haben wir ja jetzt gesehen, wo Deutschland und Frankreich die Stabilitätskriterien ein bisschen aufweichen konnten und dadurch sogar die Mehrheit in den Ministerräten gefunden haben. Wir haben also hier diese Sparziele, ich habe es Ihnen schon gesagt, mit diesen 3 und das öffentliche Defizit, den öffentlichen Schuldenstand, mit diesen 3% des Bruttoinlandsprodukts und die Schulden mit 60%. Österreich ist drunter, das muss man auch sagen, also mit dem jetzt genannten 0,97% des BIPs sind wir deutlich von den 3% weg. Das heißt, das ist also durchaus beachtlich. Wenn man es wieder differenziert dahinter fragt, sind große Einsparungen eben den Ländern und noch größere Einsparungen den Gemeinden zu verdanken. Bei den Betrieben und betrieblichen Einrichtungen haben wir also hier 50% mit hineinzunehmen. Es gibt jetzt noch natürlich die organisatorische Selbstständigkeit, wenn es hier eigene Statuten gibt, aber das sind eher Voraussetzungen, die man sich in Ruhe durchlesen sollte. Man soll nur damit einmal vertraut gemacht werden oder das zur Kenntnis nehmen. Es ist auch so, dass die einzelnen Mitgliedstaaten ihr Stabilitätsprogramm der Europäischen Union vorlegen müssen, damit es von der Kommission überprüft und vom Rat abgesegnet werden kann. Inwieweit jetzt dieses Defizit eigentlich über den Rahmen kommt und wie man die Haushaltskoordinierung erreicht. Man hat also hier 2 Punkte. Einmal ist das Defizit im Rahmen, haben wir jetzt erlebt, dass 2 große konstituierende Länder der Europäischen Union diese Defizite nicht haben oder die Ziele nicht erreichen. Und dann ist die Frage, welche Methoden oder welche Maßnahmen wurden getroffen, damit das sozusagen wieder in die andere Richtung korrigiert wird. Und dieses wiederum Korrigieren in die andere Richtung muss plausibel gemacht werden. Und wie plausibel das gemacht wird, ist eine politische Würdigung. Deswegen ist es eben politisch gewürdigt worden. Man hat gesagt, okay, Ihre Defizite sind nicht im Rahmen, aber die Maßnahmen sind richtig. Und man hat vielleicht auch berücksichtigt, 2. Teil Wachstumspakt, wenn ich versuche, hier diese Maßnahmen vorzuziehen oder dieses Defizit einzuschränken, hat das auch volkswirtschaftliche Bedeutung und ich kann vielleicht einen anspringenden Konjunkturmotor wieder abwürgen. Ich komme also in jene Bereiche hinein, wo es kontraproduktiv ist. Wir kennen das im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung natürlich auch. In Österreich haben wir jetzt also 3%, wobei hier eine Aufteilung Bund-Länder erfolgt und wir sehen eben, dass 0,3% auf die Länder und Gemeinden fallen des BIPs. Wenn Sie sich jetzt aber trotzdem vorstellen, dass das ja ein Zehntel sozusagen der gesamten Defizitmöglichkeit darstellt und das nämlich bei diesen reduzierten Budgets, dann ist das wahnsinnig viel Geld. Ist das also wahnsinnig viel Geld. Wenn wir jetzt die Länder ohne Wien, in Wien und in den Gemeinden, Sie müssen sich vorstellen, dass die Gemeinden denselben Anteil sozusagen zu tragen haben wie die 8 Bundesländer ohne Wien. Ich meine, Wien fällt sowieso raus, ja. Aber stellen Sie sich einmal vor, dass die Gemeinden Österreichs, und wenn Sie sich also dann die Finanzkraft der Gemeinden im Verhältnis zu den Bundesländern anschauen, dann hat man hier eigentlich die Gemeinden unter Druck gesetzt. Also das ist tatsächlich so. Also das Gemeindebudget, wenn Sie sich anschauen, wie viel haben die österreichischen Gemeinden Budget ohne Wien? Etwa 150 Milliarden. 150 Milliarden. Wenn ich jetzt anschaue, wie hoch die Budgets der Republik zum Beispiel sind, wie hoch die Budgets der Gemeinden sind, dann sind diese 0,10 meines Erachtens nicht gerechtfertigt. Aber sie wurden erreicht, das ist wichtig. Wie schaut das jetzt aus mit dieser stabilitätsorientierten Haushaltspolitik? Wir haben einen neuen österreichischen Stabilitätspakt. Es wird überhaupt immer alles neu. New Economy, New Public Management, neue soziale Bewegung, neue österreichische Stabilitätspakt. Es kommen also immer wieder neue Dinge dazu. Ich glaube, dass dieser österreichische Stabilitätspakt jetzt gleichzeitig mit dem Finanzausgleich verhandelt und möglicherweise noch unter Berücksichtigung der vom Österreich-Konvent getroffenen Erfahrungen und Entscheidungen ganz grundlegende Neubestimmung und Neupositionierung der Verhältnisse zwischen den 3 Ebenen Bund, Länder und Gemeinden, auch in finanzieller Hinsicht, bringt. Wir haben eben gemeint, dass wir nach der europäischen
nach dem ESVG, das ist die europäische gesamte volkswirtschaftliche Rechnung, im Bundeshaushalt 2,05 des BIP bis einschließlich 2,4 maximal 75 beträgt. Das heißt, diese 3% wurden dann noch einmal nach Jahren unterteilt. Die Länder, einschließlich Wien, haben sich verpflichtet, von 2,1 bis 2,4 einen Stabilitätsbeitrag in Form eines durchschnittlichen Haushaltsüberschusses nach diesem europäischen System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 95 in Höhe von nicht unter 0,75 des BIP, jedenfalls aber jährlich 23 Milliarden zur gesamten Konsolidierung beizutragen. Das sind 1,5 Milliarden Euro. Und wenn man das wieder in Relation zu den Budgets setzt, dann kann man sich vorstellen, was das schlussendlich an Summen ausmacht. Wien hat sich eben auch zu diesem, ich habe es da jetzt einmal angeführt, was ESVG heißt, ich habe es ja schon die ganze Zeit gesagt, das ist das europäische System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Man kann also jetzt Unterschreitungsbeträge natürlich über die Jahre ausgleichen. Und wir wollen auch nicht wirklich auf die verschiedenen Stabilitätsverpflichtungen eingehen, aber es gibt einen Sanktionsmechanismus. Und dieser Sanktionsmechanismus bedeutet empfindliche Strafen. Jetzt kann man natürlich wieder darüber philosophieren, macht es einen Sinn von jemandem, der ohnehin sein Defizit nicht erreicht, nur zusätzlicher Straf zu verlangen, weil es das ja nur zusätzlich schwierig macht. Aber auf der anderen Seite, welche Sanktionen außer Geld fürchten denn die Leute? Ich glaube, dass mittlerweile Politiker abgebrüht genug sind, dass wenn sie in Medien gerückt werden, nicht mehr wirklich erschüttert sind. Aber Geld tut jedem weh. Das heißt, dieses Sanktionskriterium einer Geldstrafe, das kennen wir beim Führer, also beim Überschreiten der Geschwindigkeit bis in alle Bereiche, gibt es auch hier. Wenn aber jetzt der Stabilitätsbeitrag eben aufgrund verschiedener Auslegungsregeln oder bei Stranded Investments, Stranded Costs. Es gibt ja auch, wenn ich jetzt Umstellungen mache, weil ich sage, ich habe in die Energiewirtschaft investiert, ich habe in die Verkehrsinfrastruktur investiert, ich habe Aufwendungen, unglaubliche Investitionen getätigt, die ich jetzt in neuen Märkten, die freigegeben sind, man möchte ja auch die natürlichen Monopole zerstören, abschreiben muss. Dann komme ich mit diesen Stabilitätskriterien nicht zu Rande. Wenn es ein Höchstgericht gibt, ich meine, wir kennen das jetzt bei der Getränkesteuer, macht schon einen Sinn, nicht? Wenn auf einmal die Gemeinden einbehaltene Getränkesteuer zurückzahlen müssen, wie sollen sie dann ihre Stabilitätskriterien erfüllen? Das heißt, ein Höchstgericht sagt, zurückzahlen, ihr erfüllt die Stabilitätskriterien nicht, daher müsst ihr nur eine Strafe zahlen. Also das ist ein bisschen heikel. Aussagen zum Maastricht-Ergebnis. Wir haben eine laufende Gebarung und eine Vermögensgebarung, so wie wir das immer kennen. Vermögen ist ja nicht gleichzeitig Haushalt. Das kennen wir also in diesen Bereichen. Wie das jetzt mit diesen Anlageverkäufen die Frage ist, kommt es da zu Kapitaltransfers? Wir haben das in der Betriebswirtschaftslehre von Bracher ja gehört. Egal, wo immer her die Gelder kommen, sie werden verwendet, auch wenn sie von Anlagenverkäufen stammen. Sie sind sozusagen eine Einnahme in diesem Bereich und ich könnte rein theoretisch natürlich Stabilitätskriterien durch Anlageverkäufe erreichen. Ich baue Defizite ab, weil ich Familiensilber versilbere, daher der Ausdruck. Das heißt, man muss solche Kapitaltransferzahlungen für Investitionszwecke verwenden und dass das genau geregelt ist, zeigt das eben, dass man genau den Abbau von Schulden, die Verwendung von Mitteln, den Verkauf von Familiensilber hier entsprechend berücksichtigt. Auch die Frage der Finanzierung steht erst an zweiter Stelle. Wir kommen bei den einzelnen Finanzierungsinstrumenten darauf zurück. Und der Maastricht-Vertrag gibt auch keine Auskunft darüber, wie lange die Gemeinde sozusagen von ihrer Substanz leben kann. Das ist der Zustand, den wir jetzt gerade erreicht haben, dass die Gemeinden sozusagen bis an die Grenze ihrer Finanzierung gehen und von der Substanz leben. Und Sie merken, ich rede immer schneller, weil meine Zeit in diesem Modul abgelaufen ist. Ich bedanke mich dafür, dass wir Maastricht-Vertrag und Gemeindefinanzen abhandeln durften. Wir können das Thema noch einmal bei den einzelnen Finanzierungsarten mitnehmen, wenn wir uns in anderen Blöcken dazu noch einmal zusammensetzen. Danke.